Adisse Baba Märchen und Gute-Nacht-Geschichten für Kinder. Rotkäppchen. Es war einmal ein junges Mädchen und ihre Mutter, die zusammen im Wald lebten. Jedes Mal, wenn das Mädchen aus dem Haus ging, trug es das rote Kapuzencape, das ihre Großmutter für sie gestrickt hatte. Deswegen nannten sie alle nur Rotkäppchen. Am 31. Dezember bereitete ihre Mutter das Essen für die Silvesterfeier vor. Rotkäppchen kam zu ihrer Mutter in die Küche. Mama, ich freue mich so. Morgen beginnt das neue Jahr. Wird Großmutter heute Abend dazukommen? Deine Großmutter ist krank, mein Schatz. Ich glaube nicht, dass sie es heute Abend schaffen wird. Ich backe ihr gerade ein paar Plätzchen. Darf ich die Plätzchen zu Großmutter bringen? Nein, mein Schatz, es ist zu kalt. Du bleibst zu Hause. Ich werde gehen und ihr die Plätzchen bringen. Und ich mache ihr einen Kräutertee, damit sie schnell wieder gesund wird. Aber bitte, Mama. Du hast doch hier so viel vorzubereiten. Ich beeile mich auch. Na gut, aber zieh dich warm an. Also zog Rotkäppchen ihre Stiefel und ihr Cape an, nahm den Korb, den ihre Mutter vorbereitet hatte, und machte sich auf den Weg. Komm nicht vom Waldweg ab. Und bitte komm zurück, bevor es dunkel wird. Okay, Mama. Es war wirklich eisig kalt. Der ganze Wald war von Schnee bedeckt. Aber Rotkäppchen gefiel das sehr und sie lief fröhlich durch den Wald. Tief im Wald lebte ein junger Jäger. Er war auf der Jagd nach einem Wolf, der in die Häuser der Dorfbewohner einbrach und deren Essen klaute. Ich hätte nicht gedacht, dass ich an Silvester ganz alleine sein würde, aber heute werde ich endlich den großen bösen Wolf fangen. Und damit werden alle das neue Jahr etwas glücklicher beginnen. Der Wolf hatte die Dorfbewohner den ganzen Winter in Angst versetzt und er war nun auf der Suche nach seinem Abendessen. Ich hasse den Schnee, finde nie etwas zu essen. Zur gleichen Zeit lief Rotkäppchen ahnungslos durch den Wald. Sie traf auf ein Rehkitz, das ganz alleine im Wald war. Das arme kleine Reh zitterte vor Kälte. Du armes Rehkitz, dir muss so kalt sein. Vorsichtig schlich Rotkäppchen sich an das Rehkitz heran. Aber das Reh erschrak sich und rannte davon. Hey, lauf doch nicht weg! Ich will dir nichts tun! Ich will dir nur helfen! Also lief Rotkäppchen hinter dem Reh her, tiefer in den Wald hinein. Aber das Rehkitz lief so schnell, dass Rotkäppchen es bald aus den Augen verlor. Rotkäppchen lief noch für eine Weile weiter, aber dann gab sie auf. Sie sah sich um und bemerkte, dass sie weit vom Weg abgekommen war. Sie war nun in einem Teil des Waldes, in dem sie vorher noch nie gewesen war. Und weil alles mit Schnee bedeckt war, wusste sie nicht, wie sie zurück zum Weg kommen sollte. Also folgte sie ihren Fußabdrücken zurück durch den Schnee. Aber nach kurzer Zeit waren ihre Fußabdrücke zugeschneit. Als ihr klar wurde, dass sie sich verlaufen hatte, begann Rotkäppchen zu weinen. Was mache ich denn jetzt? Hallo? Hilfe! Hilfe! Kann mich irgendjemand hören? Hallo? Und tatsächlich hörte sie jemand. Aber dieser jemand war der große, böse Wolf. Hallo? Ist irgendjemand hier? Der Wolf folgte der Stimme, die er aus dem Wald hörte. Und bald entdeckte er Rotkäppchen im Schnee. Der Wolf lief auf sie zu. Als sie ihn erblickte, erschrak sie sich und begann zu schreien. Hilfe! Hilfe, der Wolf greift mich an! Hilfe! Zu Hilfe! Psst, schrei doch nicht. Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Ich habe dich rufen gehört und wollte dir zur Hilfe kommen. Rotkäppchen war erst misstrauisch, aber dann glaubte sie dem Wolf. Also hörte sie auf zu schreien. Und jetzt sag mal, was macht ein kleines Mädchen wie du ganz alleine im Wald?
Ich wollte meiner kranken Großmutter Plätzchen bringen, aber ich habe mich verlaufen. Oh, na hier im Wald kann man sich ja auch leicht verirren. Wo wohnt deine liebe Großmutter denn? Rotkäppchen wollte dem Wolf nicht verraten, wo ihre Großmutter wohnte, weil sie ihm doch immer noch nicht so ganz vertraute. Ich kann Großmutters Haus von hier nicht finden, aber wenn du mich zurück zum Waldweg führst, dann kann ich es dir von dort aus zeigen. Na gut, dann komm mal mit mir mit. Also ging der Wolf los und Rotkäppchen folgte ihm zurück zum Waldweg. Aber der böse Wolf hatte einen Plan ausgeheckt. Wenn wir am Waldweg ankommen, wird sie mir zeigen, wo ihre Großmutter wohnt. Und dann kann ich zuerst sie und dann ihre Großmutter fressen. Das nenne ich mal einen Neujahrsschmaus. Nach kurzer Zeit kamen der Wolf und Rotkäppchen am Waldweg an. So, da sind wir. Und erinnerst du dich, wo das Haus deiner Großmutter ist? Rotkäppchen wollte den Wolf nur noch loswerden, damit sie so schnell wie möglich zum Haus ihrer Großmutter laufen und ihr die Plätzchen bringen konnte. Von hier aus kann ich alleine weiter. Es ist wirklich nicht so weit weg. Es ist das rote Haus am Ende des Waldes. Da fiel Rotkäppchen auf, dass sie sich verplappert hatte. Aber jetzt war es zu spät. Wirklich? Der Wolf öffnete sein Maul, lief auf Rotkäppchen zu, aber als er einen Gewehrschuss hörte, drehte er sich sofort um und rannte panisch davon. Rotkäppchen war sehr erleichtert und sie lief so schnell sie konnte zum Haus ihrer Großmutter. Zur gleichen Zeit suchte der Jäger immer noch nach dem Wolf. Er entdeckte seine Fußabdrücke im Schnee. Ich weiß, du bist hier. Ich werde dich finden. Nach diesem ereignisvollen Waldspaziergang kam Rotkäppchen nun endlich am Haus ihrer Großmutter an. Sie klopfte an die Tür und sie hörte ihre Großmutter von drinnen rufen. Die Tür ist offen, mein Kind. Komm herein. Rotkäppchen war etwas überrascht, als sie die Stimme ihrer Großmutter hörte. Das klingt aber nicht wie Großmutter. Vielleicht hört sie sich so an, weil sie krank ist. Also öffnete Rotkäppchen die Tür und trat ein. Alle Vorhänge waren zugezogen. Und in dem dunklen Zimmer lag ihre Großmutter im Bett. Mit der Bettdecke bis zur Nase hochgezogen. Ich freue mich so, dass du hier bist. Was hast du mir denn mitgebracht? Mutter hat dir Plätzchen gebacken. Sie hat mir gesagt, dass du krank bist und heute Abend nicht zum Essen kommen kannst. Also dachte ich bringe dir welche. Das ist so lieb von dir. Komm näher, damit ich dich besser sehen kann. Rotkäppchen ging näher an das Bett ihrer Großmutter heran. Aber sie hatte ein mulmiges Gefühl im Bauch. Näher, mein Kind, komm etwas näher. Rotkäppchen stand nun nur ein paar Schritte vom Bett ihrer Großmutter entfernt. Aber ihre Großmutter sah wirklich ungewöhnlich aus. Großmutter, was ist passiert? Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Und warum sind deine Augen so groß? Damit ich dich besser sehen kann. Und was ist mit deinen Armen? Warum sind deine Arme so lang? Damit ich dich besser umarmen kann. Und deine Zähne? Warum sind deine Zähne so spitz? Damit ich dich besser fressen kann. Der Wolf sprang aus dem Bett und versuchte, sich Rotkäppchen zu schnappen. Komm zurück, du kannst mir nicht entkommen. Rotkäppchen lief so schnell sie konnte aus dem Haus und rannte davon. Aber der Wolf war zu schnell für sie und er holte sie bald ein. Gerade als er kurz davor war, sie zu schnappen, blieb sein Fuß stecken. Und plötzlich fand er sich in der Luft von einem Baum hängend wieder.
Rotkäppchen blieb stehen und sah sich um. Und sie sah, dass der Wolf in einer Falle gefangen war. Sie ging zu ihm herüber. »Sag mir, du böser Wolf, wo ist meine Großmutter und was hast du ihr angetan? Sag schon!« »Er hat ihr nichts getan, keine Sorge.« Rotkäppchen hörte eine Stimme hinter sich. Und sie sah den jungen Jäger auf sich zukommen. »Deine Großmutter geht es gut. Sie ist in meinem Haus. Als ich hörte, dass sie krank ist, habe ich sie zu mir geholt, um sie zu beschützen. Und ich habe dem Wolf eine Falle gestellt. Zum Glück habe ich ihn gefangen, bevor er dir etwas antun konnte.« »Erst ist er ins Haus meiner Großmutter eingebrochen und dann hat er ihre Kleider angezogen und wollte mich damit täuschen. Ich wusste, dass da etwas Seltsames vor sich ging.« »Komm, lass uns zu deiner Großmutter gehen. Der Wolf kann hier über die Nacht hängen.« Und ich kümmere mich morgen um ihn. Also liefen der Jäger und Rotkäppchen zurück zum Haus des Jägers. Der Wolf rief ihnen nach. Hey, lasst mich hier nicht so ganz alleine. Es war schon fast Nacht, als Rotkäppchen, ihre Großmutter und der Jäger an Rotkäppchens Haus ankamen. Ihre Mutter erwartete sie vor dem Hause. Als sie ihre Tochter sah, freute sie sich sehr. »Mein Kind, wo bist du gewesen?« »Und Mutter, du bist hier. Was ist denn passiert?« »Ich werde dir alles erzählen, Mutter. Aber zuerst muss ich mich entschuldigen. Ich habe nicht auf dich gehört und ich habe den Waldweg verlassen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was passiert ist. Ich werde nie wieder nicht auf dich hören.« Rotkäppchen, ihre Mutter, ihre Großmutter und der Jäger verbrachten den Silvesterabend gemeinsam. Und sie aßen und tanzten ihren Weg in das neue Jahr. Und der Wolf hatte den langweiligsten Silvesterabend, den er je gehabt hatte.